Willkommen zurück zu Assembly Line, dem zweiten Teil des Spieltests. Und inzwischen sind 3 Tage vergangen und ihr seht, ich habe eine riesengroße Menge an Geld gemacht. Das sind einfach 10 Millionen und ich würde sagen, die geben wir auch aus. Und ich würde gern herausfinden, wie man ziemlich gut Geld machen kann. Wir haben halt diese verschiedenen Maschinen hier, wie Ofen, wie Cutter, Wire Drawer und so weiter. Und da sind ein paar Sachen dabei, die eben mehr bringen. Hier haben wir erstmal die Grundressourcen. Ja, das sind 80, also vom Wert her, Sell Value ist 80. Und da haben wir hier zum Beispiel das Gear, das ist 100 wert. Das Liquid ist auch 100 wert und Wire ist auch 100 wert. Also da macht es kaum Unterschied. Wir stellen momentan hier Liquid Copper her und das verkaufen wir dann ganz schön. Allerdings gibt es auch noch andere Sachen, natürlich hier in Diamant und Gold und so. Das macht aber keinen Unterschied vom Wert her. Und dann gibt es hier auch noch diese Sachen, die man nur mit dem Crafter herstellen kann. Und da gibt es auch einige Sachen, die an sich ganz cool sind, aber ich glaube, die brauchen noch ein bisschen mehr. Deshalb suche ich hier nach einem recht einfachen Weg und Platten, Kupferplatten, 250 wert und die werden durch die hydraulische Presse hergestellt. 250 und wie viel war das hier am Anfang nochmal? Die waren 80, das heißt der Wert kann sich mehr als verdreifachen durch diese Platten und die stellt man scheinbar mit den hydraulischen Pressen her. Da ist sie. Da die hydraulische Presse. 300k ist natürlich eine ganze Menge. Holen wir uns trotzdem mal. Und ich würde sagen, dann wechseln wir die mal aus. Also die Öfen hier tauschen wir aus mit den hydraulischen Pressen. Dazu verkaufen wir die hier mal. Und dann bauen wir da die hydraulischen Pressen rein. Wir haben so 273 pro Sekunde gemacht. Mal schauen, was daraus wird. So. Und dann lassen wir es mal laufen. Und jetzt läuft die Maschine richtig. 1k steht dort. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge mehr. Wir haben einfach jetzt ja viermal so viel. Vorher hatten wir 273. Jetzt machen wir einen ganzen K. Ja, wobei nicht ganz. Also sagen wir mal ein bisschen mehr als das Dreifache. Ja, das sollte so klappen auf jeden Fall. Und jetzt haben wir auch immer noch 9 Millionen. Also die hydraulischen Pressen könnten wir auch mal verbessern. Muss man nur gucken, wo die halt sind. Wo sind sie? Wo sind sie? Da, hydraulische Pressen, Stromkosten, 2 verringern. Machen wir. Nochmal um 2. Und dann die Presstime können wir auch verringern. Das machen wir auch gleich mal. Und die brauchen jetzt nur noch 1 Sekunde. Die Starter brauchen aber 3 Sekunden. Deshalb müssen wir mal gucken, wo wir das für die Starter auch verringern können. Da Starter Spawn Time 1,5 Millionen und dann haben wir hier nochmal Starter Spawn Time für 150k und jetzt stellen wir pro Sekunde 12 Kupferplatten her und jetzt machen wir 2k, also das sieht gar nicht mal so, oh 3k, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt machen wir hier ganz schön viel Kohle. Das reicht mir aber noch nicht. Ich würde gerne noch mehr Starter haben. Da, Starter um 6 erhöhen, 2,5 Millionen. Und das reicht leider nicht, da brauchen wir 5 Millionen. Aber ich glaube, da kommen wir noch hin. Also wir haben 6 freigeschaltet, dann haben wir hier 3.
rein mehr. So. Und ja, die hydraulischen Pressen kann ich auch gleich reinpacken. Machen wir so. Und die Roller drehen wir auch gleich nach rechts. Und dann machen wir so, so und so. Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz geschaffen. Jetzt noch die 6 Starter. Einmal umdrehen. Die hydraulischen Pressen hier natürlich auch. Und dann machen wir hier noch Kupfer rein. So, Kupfer. Und noch mehr Kupfer. Und jetzt haben wir unsere Fabrik einfach noch mal erhöht. Oder vergrößert. Jetzt machen wir 1,5 so viel von den Platten. Wir machen 5K. 4-5K so ungefähr. Das heißt, das ist ein sehr großes Wachstum im Vergleich zu den Öfen. Und kann ich euch daher auch nur empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu machen, dann macht das auf jeden Fall. Allerdings würde ich jetzt gerne noch ein bisschen warten. Und zwar hier auf diese 8 Starter. Die kosten halt nur 5 Millionen. Und die ganzen anderen Sachen brauchen wir halt gar nicht. Also momentan noch nicht. Deshalb würde ich sagen, ich warte jetzt noch ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind etwa 20 Minuten vergangen. Und jetzt haben wir endlich die 5K zusammen, die 5000K, also die 5 Millionen. Dann schauen wir mal, wo das ist. Da. Increase Starter Limit by 8. So, dann haben wir das. Und jetzt müssen wir wieder die Felder freischalten. Und ich glaube nicht, dass das reicht. Yep, das wird nicht reichen. Perfekt. Machen wir erstmal so. Okay. Und dann bauen wir die hier erstmal auf. So. Und dann drehen wir die um. Und hier die hydraulischen Pressen. Und eine letzte hier noch. So. Drehen wir um. Und dann wieder überall Kupfer. So, dann schauen wir mal. 5K haben wir jetzt pro Sekunde. 8K. Okay. Jetzt wieder 6K. Also es schwankt so ein bisschen. Also so 6-7K auf jeden Fall. Dann versuchen wir mal hier. Ja, das kriegen wir noch hin. Und 1 und 2. Dann drehen wir es auch um. Dann erstmal wieder den Roller. So. Genau. Die beiden Starter. Und hier haben wir dann auch Kupfer. Und hier brauchen wir dann 165K. Das haben wir auch gleich. Da haben wir es. Wieder den Roller. Ja, vielleicht nicht dorthin. Aber jetzt haben wir die maximale Anzahl an den Startern. Und jetzt noch die letzten beiden hydraulischen Pressen. Und das letzte beide Mal Kupfer. Und dann haben wir es. Wir haben wieder 100K. Also das steigt jetzt ziemlich schnell. Wir machen 6K pro Sekunde. Und das scheint sich auch gerade nicht zu ändern. Also, wir haben unsere Fabrik jetzt mehr als verdoppelt. Vorher hatten wir 6, jetzt haben wir hier 7. Ja, wir haben 7 dazu bekommen. Das heißt, wir haben unsere Fabrik mehr als verdoppelt. Zudem haben wir hier statt die Öfen die hydraulischen Pressen gebaut. Das heißt, wir machen jetzt mehr
als das Sechsfache auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Bis nächste Woche Mittwoch, nee, nächste Woche Montag habt ihr Zeit, das Video zu liken. Wenn es 15 Likes gibt, dann werde ich es weitermachen. Ansonsten eben nicht. Ansonsten lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und tschüss.